Herzlich willkommen zu meinem Assassin's Creed Build. Wir harren der Ankunft des Eldenfürsten. Es sei denn, er erobert die Krone. So, jetzt holen wir uns mal so einen dicken Brocken. Zwei Schläge und dann Stagger. Touchdown. Easy peasy. Damit ein recht herzliches Willkommen noch einmal zu meinem Assassin's Creed Build. Ja, es ist kein Geheimnis, dass ich Fan von Assassin's Creed bin seit Assassin's Creed Origin. Aber ich will loslegen, damit das Video nicht wieder alles sprengt. An dieser Stelle ganz klar gesagt hier, Kapuze der schwarzen Klinge, Rüstung der schwarzen Klinge. Und das ist aber anders. Feuerprälaten. Stulpen und Feuerprälaten Beinschutz. Also, ich habe es gerade vorhin ja schon mal erklärt, ich will es aber nochmal auf der Karte zeigen. Die komplette Assassinenrüstung oder die Rüstung der schwarzen Klinge, ich nenne sie Assassinenrüstung, findet ihr genau hier. Statt der Liturgen, hier unten drunter unter der Brücke. Hier ist ein Portal. Also da geht es die Treppe hoch und ihr müsst direkt unter der Brücke, findet ihr das. Könnt ihr einfach so hinreiten. Wie gesagt, ich habe es gerade schon mal erklärt, wie ihr an die zwei Scheiben kommt, also an die geheimen Scheiben für den Harligbaum, weil von dort aus geht es ja durch das geheime Schneegebiet in den Harligbaum und Peace geht raus an Melenia und wie sie alle heißen, die mir da echt auf die Nuss gegangen sind. Also da kriegt ihr den einen Teil, die komplette Assassinenrüstung. Ich nehme die, weil die einfach euch lautlos macht. Es gibt also keine Klappergeräusche mehr. Und der zweite Teil, den findet ihr, jetzt muss ich selber ganz kurz überlegen. Genau, hier reiten wir rum. Hier reiten wir durch, hier rüber. Hier müsst ihr nachher rüber. Und hier, genau an dieser Stelle, steht ein Feuerprälat. Dort könnt ihr die Ausrüstung farmen und wenn ihr da ein Stück zurückgeht, kommt ihr natürlich automatisch an die Katakomben des Riesengipfels. Also hier steht ein Feuerprälat mit seinen Hafensängern. Dort kriegt ihr die Stulpen und die Schuhe, sage ich einfach mal. Ja, die Schuhe, genau, der Beinschutz. Der ist natürlich, gehört eigentlich zur schweren Rüstung. Ich habe das aber genommen. Jetzt müsst ihr mal bitte rechts gucken. Mein Gleichgewicht ist 51. Wie es geht raus an dich, Fantastic, der Drachentöter und Göttervernichter. Ich musste über 50 kommen, weil ich spiele normalerweise ein bisschen anderes Bild, wie ich es gerade habe. Aber so möchte ich es euch empfehlen. Aus folgendem Grund. Wie ihr vorhin schon gesehen habt, ist das Bild sehr, sehr stark. Es ist sehr variabel und sehr stark. Jetzt muss ich mal nur zu meiner Orientierung das mal wieder anmachen. So, zum einen ist es so, dass ihr mit dem Feuer nach zwei Aktionen, und ihr habt es gesehen, maximal drei,
dass ihr den Gegner dodge, das heißt, er verliert sein Gleichgewicht und danach könnt ihr mit der Waffe, die ich habe, und die ist einfach so overpowered, Leute. Ja, das ist der Mersicordi oder die Mersicordia-Klinge. Das ist ein Dolch und ich habe darauf die Kriegsasche Flammen der Rotmähne. Und jetzt will ich euch natürlich zeigen, wo ihr alles bekommt. Es ist natürlich eine Kombination. Man kann das auch, wenn ihr in Kombination spielen wollt, natürlich auch mit dem hier machen. Das ist Heiligenschaden. Halleluja, Schwester. Ja, oder ihr wechselt zur schwarzen Klinge, die auch Götter töten kann. Mit der begann ja alles hier, ne? Mit dieser geformten schwarzen Klinge. So, das ist ein ganz normaler Dolch. Den habe ich auch mit einer Kriegsasche aus folgendem Grund. Tada! Und jetzt bin ich für andere unsichtbar. Oder fast nicht zu sehen. Nur ein Schatten. Okay, aber jetzt wollen wir loslegen und ich will zeigen, wo ihr alle... So, das geheime Medaillon vom großen Aufzug von Nichtektos. Wie heißt denn dieser komische Aufzug jetzt? Von Rold, genau. Genau, das ist der große Aufzug von Rold. Wie gesagt, ihr braucht beide Medaillons. Hier kommt ihr ganz normal in das Schneegebiet während der Hauptstory. An dieser Stelle müsst ihr hier im Schloss Sowohl Captain Nail oder Kommandant Nail platt machen. Und hier oben findet ihr das eine Teil. Und hier unten, wo ich jetzt gerade bin, im Dorf der Albinaurix, kriegt ihr das zweite Teil. Da ist er. Ja. Von dem bekommt ihr das zweite Teil und dann müsst ihr... Ach, jetzt quatsch mich mal nicht an. Ja, ja, bla, 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 bla. Ich komme gleich wieder. So. So witzig. Sonst quatschen sie nicht und töten dich. Hier hinten. Hier oben ist das Portal und genau unter der Brücke kriegt ihr meine Ausrüstung, die Assassinen-Ausrüstung. So, jetzt seht ihr das geheime Medaillon. Oder Hanigbaum-Medaillon. Das braucht ihr, um diesen Aufzug zu bewegen. So, eine meiner stärksten Waffen mit der Kriegsasche, zeige ich euch aber noch, wo ihr die findet, ist wie gesagt der Dolch. Ihr seht das, der macht 140% kritischen Damage bei der Angriffskraft. Genau, damit 140. Und die kriegt ihr schon ganz, ganz am Anfang, wenn ihr nachher das Schloss Sturmschleier erkundet. Dann ist es genau hier im unteren Bereich. Aber wichtig dabei ist, also ihr kommt automatisch hierher. Ihr seht das dann, hier müsst ihr Steinschüssel verwenden. Zwei Stück braucht ihr dafür. Dann kommt ihr hier rein. Hier ist noch ein Hafensänger. Und da ist auch noch einer. Sehr schön. So. Und dann findet ihr hier den Dolch. Definitiv. Hier bekommt ihr den Dolch. Also mega starke Waffe, ihr habt es ja vorhin gesehen. So, wir sind genau hier in Galen und dort habt ihr, huch, wo ist er hin? So ein unsichtbarer kleiner Mistkäfer, da kommt er. Da ist der kleine Mistkäfer, der tappt hier lang. Und jetzt müssen wir natürlich eine Runde warten, bis er wieder hier rumkommt. Der ist unsichtbar, also ihr müsst einen guten Punkt finden, wo ihr ihn dann angreifen könnt. Und der droppt euch diese wichtige Kriegsasche, die wirklich echt richtig, richtig stark ist. Ja, da flitzt er dann lang. Ihr seht's, ne? Der kleine Hafensänger. Da kommt er. Bam, da ist er. Kriegsasche, Flamme der Rotmähne. Das ist genau die Kriegsasche, die ich habe. Auf meinem Dolch, auf meiner ersten Hauptwaffe. Gerade für den Nahkampf zum Staggern, damit ich sie aus dem Gleichgewicht bringe. Genau hier findet ihr das. Okay, auf zur nächsten Waffe. So, das schwarze Messer ist bei mir auf Level 9. Werde ich demnächst noch ein bisschen höher pushen. Dazu braucht ihr aber uralte Drachenschmiedesteine. Wie gesagt, der Dolch der Assassinen, der in der Nacht der schwarzen Messer Godwin den Goldenen ermordet hat. In einem Ritual wurde die seltsam verformte Klinge mit der Macht der gestohlenen Rune des Todes erfüllt. Und ja, wir wollen ja den Tod bringen.
Und das ist richtig, richtig stark, hat eine große, große Reichweite und ihr findet es genau halt dann hier. Grabmal des Helden, des heiligen Helden. Da müsst ihr aber nicht rein, weil davor wartet nämlich ein Assassine. So, der ist jetzt hier vorne. Nein. Wo bist du denn? Da hinten hockt. Da hockt er. Der Assassine, da ist er. Und wenn ihr den tötet, kriegt ihr dieses Schwert oder diesen Dolch. Alles klar? So. Genau hier. Na, dazu müsst ihr natürlich großer Aufzug verdeckt das hoch. Am besten hier rumreiten. Ich habe das anders gemacht. Ich bin einfach hier durchgeritten. Bin so rum. An dieser Stelle seid vorsichtig, wenn ihr nämlich hier oben rumeiert, kommt nachher irgendein Fortinax, irgendein Lichtdrache. So ein Uraltrache, der euch auf die Nuss geht. Der kriegt aber auch eine geile Aufrufung. Ich glaube, irgendeine Blitzaufrufung, ein Schwert oder sowas. Ich glaube, wir schlagen ihn mal mit den eigenen Waffen. Ja, genau das machen wir auch. Das war's, Junge. Erledigt. Dann kriegt ihr genau dieses schwarze Messer. Jetzt habe ich zwei. Legendär. Halleluja. Wie gesagt, das ist mein zweiter Durchlauf. Aber nichtsdestotrotz, außer das läuft kein Bananensaft. Und wenn euch das gefällt, was ich mache, lasst mir gerne ein Däumchen oben da. Die nächste Waffe in Kombination, das nehme ich einfach gerne, wenn ich gegen Untote kämpfe, und davon gibt es eine ganze Menge, ist natürlich die Klinge des Rufes. Ja. Ne? Klinge des Rufes. Sie teilt goldene Klinge, sie teilt natürlich heiligen Schaden aus, das ist ganz wichtig. Und deswegen will ich euch zeigen, wo. So, die Waffe hatte ich schon mal in dem Video erwähnt. Ich will euch aber nochmal zeigen, Beamtenbekleidung. Hier haben sich die kleinen Beamten also versteckt. Und hier findet ihr diese Waffe. Da ist sie, Klinge des Rufes. So, und wo sind wir hier? Genau, wir sind genau hier unten drunter. Halleluja, Schwester. Genau hier unten drunter. Man kann das also hier wunderschön verpassen. Ja, ihr kommt hier während der Hauptstory her, weil ihr diesen Aufzug ja benutzen müsst. Na, von oben von der Stadt runter hier hinten. Das ist im Prinzip das verbotene Land. Forbidden West. Haha, gibt es demnächst wieder Livestreams. Freue ich mich drauf, um zum großen Aufzug von Roll zu kommen. An dieser Stelle seid gewarnt, hier gibt es einen schwarzen Ritter bei Nacht. Den braucht ihr aber oder müsst ihn killen. Also müsst alle schwarzen Ritter killen, um diese Rüstung zu bekommen. So. Okay, jetzt ist das Ding schön nach unten gefahren. Jetzt fahren wir mal wieder hoch. Halleluja. So, und das lässt sich, ihr habt es gerade gesehen, schön verpassen. Na, ihr müsst wirklich drauf achten, wie ihr steht nachher. Ich habe es beim Hochfahren gemacht, nicht beim Runterfahren, weil da bin ich mich vorhin runtergeklatscht. Und da kriegt ihr die wunderschöne Waffe. Ach, hier sind meine Runen vom Runterklatschen. Hoffentlich schlecht. Ah, das ist die Waffe. Hier ist der Turm, um die Rune freizuschalten. Und hier drüben ist die Stadt und die Waffe macht halt heiligen Schaden. Geiler Scheiß. Ja? Also genau das Gegenpendant zum schwarzen Dolch, zum Todesdolch. Und wirklich, wenn ihr hier rauf geht, na, dreht euch um. So. Und dann müsste das hier sein. Jetzt zeige ich das euch nochmal, auch wenn das Video ein bisschen länger dauert. Es wird eh ein langes Video. Ich wollte es eigentlich kurz halten. Aber naja, was Fuma will. Da, genau, da. Also müsst ihr euch echt ein bisschen nach links drehen. Also wenn es hier zur Stadt geht, 1, 2 nach links. Und dann könnt ihr dann dort da reinspringen. Jetzt kommt das nämlich. Schwupps. Habt ihr gesehen? Ganz einfach. Gut. Okay. Tja, bei den Talismanen ist es so,
meiner Ansicht nach ein Must-Have ist einfach die Schärpe von Alexander. Da müsst ihr die Questline spielen, die ist aber in ganz vielen Videos erklärt. Da empfehle ich gerne mal Checkpoint Sander, ein anderer YouTuber. Der hat die schön erklärt. Dann haben wir natürlich der Dolch-Talisman, verbessert kritische Treffer, das ist ganz wichtig. Dann spiele ich zum Beispiel, wenn ich gegen einzelne Gegner kämpfe, einfach im freien Feld vorne Bosskampf, nehme ich gern Karma der Räuber. Und auf jeden Fall ein Must-Have ist feuriger Skorpion-Talisman, weil alles, was ihr austeilt, na, das ist ja auch Todesfeuer. Und nachher unsere Hauptwaffe, gerade gegen große Gegner. So, aber dann gibt es ja noch ein bisschen mehr. Also das ist wirklich Geschmackssache an dieser Stelle, welchen ihr nehmen wollt. Man kann natürlich auch den nehmen, Leinwand des Gläubigen, um die Aufrufung zu verstärken. Ist auch eine Möglichkeit, aber das kann man natürlich auch machen. Erhöht die Kraft der Angriffe deutlich. Das ist die verrottete geflügelte Schwertinsignie. Die bekommt ihr, wenn ihr in der Millicent Questline geholfen habt. Also das ist auch so eine Sache. Dann ist die Möglichkeit, um LP zu regenerieren, kritische Treffer regenerieren LP, weil ihr verbraucht LP. Oder dann halt den Assassinen der purpurnen Klinge, der regeneriert das Leben. Oder ihr nehmt halt den Ritualschwert-Talisman, erhöht die Angriffskraft bei maximaler LP. Das sind so diese Must-Have, wo ich sage, jop, die müssen am Start sein. Wenn ihr selber eine Verbesserung noch habt, sagt es mir gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das ist so die Kombination. Ich habe euch letztendlich jetzt so ein bisschen mein Bild gezeigt. Die Waffe habe ich euch gezeigt, die Waffe. Für die Aufrufung nachher, weil das möchte ich euch noch zeigen, verwende ich das Siegel des Erdenbaums. Es verstärkt Fundamentalistenaufrufung. Und an dieser Stelle wieder ganz klar gesagt, Segen des Erdenbaums, ganz klar, der euch hochheilt ständig, 1,5 Minuten lang. Goldener Schwur und Segen des Drachenwurzels. Das sind meine drei Liebsten, die habe ich in allen anderen Videos auch erklärt, deswegen ziehe ich es hier nicht nochmal auf. Hier, das ist auch eine Möglichkeit, euch unsichtbar zu machen. Na, in diesem Nebel seid ihr unsichtbar, aber der hält halt nicht lange. Deswegen empfehle ich etwas anderes und euch wird das bestimmt schon aufgefallen sein, dass ich hier einen ganz normalen Dolch habe. Ja, ein ganz normaler Dolch. Genau dafür brauche ich den. So mache ich mich viel besser unsichtbar und ich zeige euch, wo ihr diese Kriegsasche findet, weil das macht richtig Fun. Also die Kriegsasche heißt Schachzug des Assassinen. Tja, an dieser Stelle wird es ein bisschen knifflig, habe ich auch in vielen Videos schon empfohlen. Ihr müsst zum Haus Vulkan. Zum Haus Vulkan und müsst dort die Questline spielen. Erst nach Abschluss eurer Kopfgelder, weil ihr müsst drei Befleckte killen. Müsst in der ihr Welt eintreten, drei befleckte NPCs sind das, sind keine richtigen Spieler. Findet ihr hier im Haus Vulkan Bermal, und der sitzt auf einem Stuhl in einem großen Raum mit einer Keule und seinem Anzug, und von dem könnt ihr dann für 6500 Runen diese Assassinen-Asche kaufen, na, Schachzug der Assassinen. Ihr seht, ihr fügt euch selber eine Wunde zu, finde ich viel besser als der Kram, na, das ist auch schön, aber wie gesagt, hält nicht lange. Es gibt natürlich auch noch den Nachtzauber, das will ich euch nicht vorenthalten. Dafür braucht ihr aber, und jetzt kommen wir nämlich gleich auch zum Skillen, dafür braucht ihr aber Weisheit. Das will ich gleich mal zeigen. So, wo ist es hin? Da. Dafür braucht ihr 16 Weisheit. Und wenn ihr gar keine Weisheit habt, dann lasst es weg, weil ihr auch für einen Zauberstab, der das verstärkt, ich glaube sogar 36 Weisheit braucht oder so. Wie viel habe ich denn? Moment. Ich habe Weisheit 20, ja, wo man 20 Weisheit braucht. Also wenn wir das komplett rausnehmen, wichtig ist an dieser Stelle, und das erkläre ich jetzt gleich ganz in Ruhe, wie viel ihr bei Level 150, weil ich bin ja jetzt schon 219, ich farme ja gerade Runen durch, nur weil ich durch die Welt gehe und Rache über an meinen Feinden aus dem ersten Durchgang. Okay, aber das erkläre ich jetzt ganz in Ruhe. Halt Aufrufung benutzt, dann verwende definitiv die schwarze Klinge. Die ist auch nochmal... so Quatsch, ich mache wieder Nonsens. Das ist die schwarze Klinge. Natürlich, von wem bekommt ihr die? Die bekommt ihr nachher, während ihr der Hauptstory... Ich bin im zweiten Durchlauf nämlich noch nicht so weit.
hier oben Malekith Blatt macht. Also da kommt ihr automatisch hin, dann kriegt ihr das Echo, dann müsst ihr runter in die Tafelrunde und dann zu der Tussi und dort könnt ihr euch diese Aufrufung holen oder das Schwert, eins von beiden. Ich habe beides bekommen, dank meiner Community. So, also wie gesagt, ich würde empfehlen, Segen des Erdenbaums, Goldener Schwur, weil wir gerade nochmal in den Aufrufungen sind, die will ich echt nicht vergessen. Der Goldene Schwur, den kriegt ihr... Moment, ja, da oben ist es doch voll richtig. Genau hier. Hütte mit Leichengestank. Habe ich in ganz anderen vielen Videos auch schon erwähnt. Hütte mit Leichengestank bekommt ihr diesen Aufrufung. So, das ist das, was ich benutze. Mein Bild ist natürlich mit ein paar Drachen noch bestückt, weil wenn wir Glauben haben und wir brauchen Glauben für das Bild, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn wir genug Arkan haben und ihr braucht mindestens 15 Arkan, dass ihr noch ein paar Drachen reinpacken könnt. Dann wird es richtig, richtig stark, dieses Bild. Okay, aber jetzt das Skillen mal ganz in Ruhe erklärt, wie viel ihr braucht, damit das Bild wirklich effektiv ist. Das ist natürlich Endgame-Bild. 150 braucht ihr auf jeden Fall. Das Bild ist natürlich nach dem aktuellen Patch 1.04 rausgekommen oder habe ich danach auch gebastelt. Es hat nichts an Stärke verloren, aber also grundlegend das Bild, bloß ihr wundert euch jetzt, warum zeige ich euch jetzt das Schwert. Das Schwert ist zu meinem Video, das hat durch den Patch einen ganz starken Buff bekommen, mein Video, der Exekutor-Ritter. Zieht ihr euch auf jeden Fall dieses Video rein, das ist richtig, richtig stark geworden. Okay, jetzt gucken wir uns aber mal die Skillung an, meine lieben Freunde. Also, bei Level 150 braucht ihr Kraft 40. Ihr braucht Geist 25. Ihr braucht Kondition 15. Ihr braucht Stärke 14. Dann natürlich Geschick. Geschick muss hoch sein, sollte so bei 60, 70 sein, so in der Drehe. Dann Intelligenz braucht man, können wir gar nicht, können wir komplett rausstreichen. Ich habe das natürlich probiert, deswegen habe ich Intelligenz 20, also oder Weisheit ist ja Intelligenz. Das können wir komplett rausnehmen. Aber der Glaube hochskillen bis auf 50, höher muss er nicht wirklich sein, damit es Banane macht. Und ihr seht auch die ganzen Aufrufungen, die ich habe. Das will ich jetzt gleich nochmal ganz kurz zeigen. Deswegen habe ich Arkan 15. Das heißt auch bei den richtig bösen, bösen Jungs. Die kriegen richtig eins auf die Nudel und das macht natürlich auch mega Spaß an dieser Stelle, darf ich das sagen, weil ich habe halt natürlich durch meine Community auch ein paar Tipps bekommen, wie das Bild am besten funktioniert. Es ist eine Idee von mir und dann halt verbessert, wie gesagt, na, die schwarze Klinge von Malik, ne, habe ich gerade auch, nee, das war der, die Kriegsasche, das war die schwarze Klinge. Dann hauen wir noch den Landhax hinterher. Jawohl, auch nochmal die Blitzklinge. Dann Fortinax Blitzspeer. Jawohl, macht richtig Banane. Und natürlich der eisige Nebel des Eisdrachen. Sahne. Und dann hauen wir natürlich noch den Smaragddrachen hinterher. Ja, damit ich halt gegen alle gewappnet bin und natürlich der Magma-Drache. Das ist halt sehr gut, das Magma bleibt nämlich eine Weile auf dem Boden, gerade wenn es viele sind oder er euch einfach zu nahe kommt, bleibt ja das Magma auf dem Boden und hält halt die Gegner auf. Es ist natürlich ganz schön intensiv, was natürlich die Kosten angeht, aber bei meinem Bild kann man das so machen. So ist mein fertiges Bild. So werde ich auch den zweiten Durchlauf beenden und ich bin jetzt gerade beim großen Riesen angekommen. Easy peasy, ich mache jetzt momentan alle Bosse alleine. Also egaler Scheiß kann ich dazu nur sagen. Na, ich habe es gerade gesagt, der Geist kann natürlich nachher noch hochgepusht werden, gerade wenn man mit Drachen spielen will. So, meine lieben Freunde. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen, Kritik habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir auch alle Kommentare durch. Und sonst, ja, wie immer, was soll ich sagen? Bleibt gesund und Semper Fi. Die Verborgenen. Wir harren der Ankunft des Elbenfürsten. Es sei denn, ihr erobert die Krone.
Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi.